Die Welt blickte mit Schrecken und Staunen auf die Erfolge der deutschen Panzerwaffe in Frankreich 1940. Auch in der US Army hatte man diese Entwicklung aufmerksam beobachtet und seine Schlüsse daraus gezogen. Das Ergebnis war die Gründung der US Armored Force und die Entwicklung des M3 Stuart Panzers. Im Panzermuseum im schweizerischen Full konnten wir einen Stuart M3 A2 in Aktion erleben. Wenn ihr einmal das Kommando über einen Panzer übernehmen wollt, dann ist der Sponsor dieses Videos genau das Richtige für euch. World of Tanks ist ein kostenloses Online-Multiplayer-Spiel des Publishers Wargaming. Dort könnt ihr packende Gefechte gegen andere Panzerkommandanten austragen. Wenn ihr World of Tanks noch nicht gespielt haben solltet, haben wir hier einen kleinen Anreiz für euch. Klickt auf den Link in der Beschreibung, installiert World of Tanks und nutzt dabei den Code TANKMANIA. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal installiert, erhaltet ihr den Stufe 5 Panzer Excelsior. Zusätzlich bekommt ihr 250.000 Credits. Doch das ist noch nicht alles. 7 Tage Premium-Zugang gibt es nochmal obendrauf. Mit dem Code TANKMANIA könnt ihr euch zudem noch für jeweils 10 Gefechte 3 besondere Panzer der Stufe 6 leihen. Land and Lease sozusagen. Den ikonischen deutschen Tiger 131, einen britischen Cromwell B und den berühmten sowjetischen T-34-85. Wenn ihr euch das alles nicht entgehen lassen wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch die vielen Vorteile. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald auf dem Schlachtfeld. Die Serienproduktion des Panzers begann im März 1941 bei American Car & Foundry mit dem M3 Stuart. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Verbesserungen eingeführt. Zum Beispiel wurden der genietete Turm und die Wanne geschweißt und der Panzer erhielt eine horizontale Kreisestabilisierung der Kanone. Er erhielt die Bezeichnung M3 A1. Vom M3 und allen seinen Varianten wurden über 13.000 Stück hergestellt, die im Rahmen des Land-and-Lease-Gesetzes auch an die Briten und die Sowjetunion geliefert wurden. Die Soldaten, die wir hier sehen, gehören zur 2nd Armored Division, deren berühmtester Befehlshaber General George S. Patton gewesen ist. Die Besatzung besteht aus einem Fahrer und dem Funker. Die beiden sitzen im Bug des Fahrzeugs. Im Turm sitzen Schütze und Ladeschütze. Die Entwicklung des Turmkorbes machte den M3 A1 zu einem komplett neuen Panzer. Der Schütze und Ladeschütze saßen nun in einem Korb, der sich mit dem Geschütz drehte. Dadurch schauten die beiden Kanoniere immer in die Richtung des Geschützes. Als persönliche Bewaffnung trägt dieser Panzersoldat einen Colt M1911 in einem M1916 Colt Holster. Er hat 2 Pistolenmagazine und trägt an der Seite ein Kampfmesser. Er verfügt über Handschuhe, eine Uhr und eine am Gürtel befindliche Feldflasche. An den Füßen trägt er Service Shoes mit M1938 Gamaschen. Auf dem Kopf trägt er den ikonischen M38 Panzerfahrerhelm und dazu eine Schutzbrille. Die Hauptkanone ist eine M6 37mm Kanone. Durch diese konnten panzerbrechende und hochexplosive Granaten verschossen werden. Neben dem Kanonenrohr befindet sich eines der 3 Kaliber 30 Maschinengewehre. Das 2. Maschinengewehr wird vom Beifahrer bedient. Das 3. MG, das auch zur Fliegerabwehr eingesetzt wurde, befand sich oben auf dem Panzer. Der luftgekühlte 7-Zylinder Continental Sternmotor befindet sich im Heck des Panzers. Er verfügt über 250 PS bei 2400 Umdrehungen. Das erlaubte ihm, bei einem Gewicht von anfänglich 12,4, später 14,3 Tonnen, eine Spitzengeschwindigkeit von 58 km pro Stunde. Aufgrund der geringen Panzerung von maximal 51 mm und der geringen Feuerkraft verliefen die ersten Einsätze des Stuart in Nordafrika bei der britischen Armee äußerst verlustreich. Ab Ende 1942 wurde der Stuart meist nur noch als Aufklärer eingesetzt und passte damit mehr zu seinem Namensgeber, dem Kavalleriegeneral der Konföderierten Armee während des amerikanischen Bürgerkrieges, Jeb Stuart. Der Einsatz unter Afrikas brennender Sonne stieß auch die Entwicklung des Nachfolgers des Stuart M5 an, der im Sommer 1944 den Großteil der M3 ersetzt hatte. Lediglich im Pazifik wurde der Panzer weiterverwendet und zu einem Flammenwerferpanzer, dem M3 A1 Satan, umgerüstet. Die britischen Modelle wurden schließlich in die Commonwealth-Länder, aber auch nach Polen, Jugoslawien oder in die Tschechoslowakei abgegeben.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.